meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu der heutigen Stadtratssitzung, und zwar die zweite in diesem Jahr. Ich stelle zunächst erstmal fest, dass die Einladung mit der zugehörigen Tagesordnung zu Ihnen form- und fristgemäß gelangt ist und bitte jetzt um die Feststellung der Beschlussfähigkeit. Die Linke? Sieben. SPD? Acht. Ich höre es von der Seite. CDU, Haus und Grund? Wie viel? 16. Die Grünen, schräg. Also, es wird geprüft, ob ich das kann. Plus OB. Ich stelle fest, wir sind beschlussfähig. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 2. Abstimmung der Tagesordnung. Gibt es hier Änderungswünsche bzw. Ergänzungen zur Tagesordnung? Ich sehe hierzu keine Wortmeldung. Dann bitte ich um Ihre Hand, wenn Sie mit der vorliegenden Tagesordnung einverstanden sind. Dankeschön. Gibt es zu der Tagesordnung Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Meine Damen und Herren, bevor wir zum Tagesordnungspunkt 3 kommen, möchte ich Sie in Kenntnis setzen, dass der offene Kanal heute hier die Sitzung aufnehmen wird im öffentlichen Teil und es zeitversetzt dann ins, wie sagt man, ins Netz stellt, in den Äther schickt, hat man früher gesagt. Also nur, dass Sie Bescheid wissen, dass der offene Kanal heute hier mit mehreren Kameras anwesend sind. Wir kommen jetzt zur Tagesordnungspunkt 3. Genehmigung der Niederschrift öffentlichen Teil. Ist dort etwas unkorrekt wiedergegeben worden oder ganz und gar vergessen? Herr Mehns, bitte. Wertes Präsidium, Herr Dorf, in der letzten Stadtratssitzung ging es um die Tagesordnung Haushalt 2017. So, jetzt kann ich weitermachen. Da habe ich den Antrag gestellt, dass die Summe 69.000 Euro für die Planung eines Sportlerheims in Sylstedt umfunktioniert werden sollte, zu einer Maßnahme, die Toiletten herzurichten, weil wir in den nächsten Jahren gar nichts haben, 18, 19, 20, dass wir dort bauen wollen. Und hatte gebeten, das im Protokoll niederzuschreiben, was leider nicht erfolgt ist. Und das bitte ich nachzuholen. Danke. Dankeschön. Weitere Ergänzungen zur Niederschrift? Ich sehe, dass nicht der Fall ist. Somit ist die Niederschrift im öffentlichen Teil der vorangegangenen Sitzung genehmigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, Bekanntgabe von Beschlüssen, die im nicht öffentlichen Teil von Sitzungen gefasst worden sind. Dazu übergebe ich an den Herrn Oberbürgermeister. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Sitzung des Stadtrates vom 23. Februar wurden im nicht öffentlichen Teil der Sitzung folgende Beschlüsse gefasst. Die Zustimmung zur Veränderung eines Erbbaurechtsanteiles, die 001 aus 2017. Die Zustimmung zur Veräußerung eines Erbbaurechtsanteils, die 002/2017. Der Erwerb eines Grundstücks, die 007/2017. Die Entlassung einer Grundstücksfläche aus dem Sanierungsverfahren. Dieser Text gilt für beide, die ich jetzt aufzähle, die 003 aus 2017 und die 004 aus 2017. Und dann folgt dreimal eine Eintragung in das Goldene Buch der Stadt Wernigerode. Die Vorlage Nummer 10 2017, die Nummer 11 2017 und die Nummer 14 aus 2017. In der Sitzung des Hauptausschusses vom 22. März wurden im nicht öffentlichen Teil folgende Beschlüsse gefasst, beziehungsweise folgender Beschluss, eine Personalangelegenheit, die Vorlage 32 aus 2017. Die Beschlüsse hängen wie immer vom heutigen Tage an bis zum 20.04.2017 im Schaukasten der Stadtverwaltung aus. Vielen Dank. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 5, Einwohnerfragestunde. Sind Einwohner anwesend, die eine Frage stellen möchten? Das ist nicht der Fall. Somit kommen wir zum Tagesordnungspunkt 6, Informationen und Anfragen. Bevor ich an die Verwaltung übergebe, habe ich einige Informationen, und zwar die Veränderungen in den einzelnen Ausschüssen. Ich verlese das, und sollte ich jetzt hier versehentlich einen falschen Namen genannt haben, dass die SPD-Fraktion mich bitte darauf aufmerksam macht. Kulturausschuss werden in Zukunft Herr Festerling sein und Frau Zschäpe. Im Finanzausschuss der Herr Müller und Herr Jörn.
Im Wirtschaftsausschuss wird Herr Jörn den Vorsitz dieses Ausschusses übernehmen und Frau Zschäpe ist Mitglied. Im Hauptausschuss ist es Herr Schulze und Herr Müller. Im Ordnungsausschuss wird Herr Matthias Winkelmann den Vorsitz übernehmen. Soweit die Informationen von meiner Seite. Ich übergebe zunächst erstmal an den Oberbürgermeister. Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, zunächst gute Nachrichten. Der Haushalt ist genehmigt, veröffentlicht und das erste Geld ist ausgegeben. Die zweite gute Nachricht, demnächst hat Wernigerode 2 Autobahnanschlüsse. Wernigerode Zentrum und Wernigerode Nord an der voraussichtlich genannten Autobahn 36. Also mit einem aktuellen Schreiben des Bundesverkehrsministers an den Ministerpräsidenten des Landes ist festgelegt worden bzw. entschieden worden, dass aus der B6N die Autobahn wird, die Heraufstufung wird laufen. Die Kosten für die Umfärbung der Schilder von Gelb auf Blau trägt der Bund. So. Dann findet statt am 2.4. in Schierke, 11 Uhr, ein politischer Frühschoppen der CDU mit Herrn Minister Wedel. Am darauffolgenden Wochenende, 7. 8. April, sind Sie aufgerufen, sich am Frühjahrsputz zu beteiligen. Am 11.4. findet das Fastenkolleg auf Einladung statt und ebenfalls am 11.4. am Vormittag tagt eine Arbeitsgruppe Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung der CDU-Landtagsfraktion in Schierke mit dem Mitglied des Landtages Ulrich Thomas. Am 14.04. am Karfreitag eröffnet unser Bürgerpark eröffnet die diesjährige Saison. Am 18.04. findet die Sportlerehrung und die Eintragung in das Goldene Buch durch Herrn Thomas Schäfer, das haben wir letztens beschlossen, findet statt. Und Sie wissen, dass wir ebenfalls beschlossen haben, Nils Petersen, die Eintragung in das Goldene Buch, diese erfolgt allerdings erst im Juni 2017, weil Herr Nils Petersen ordentlich trainieren muss, dass Freiburg in der Bundesliga bleibt. Am 27. April findet statt die Verleihung des Bürgerpreises der Hospitälerstiftung an den Museumshof Sillstedt in Sillstedt. Dazu sind Sie auch herzlichst eingeladen. Und Ende des Monats, am 28.04. werden die Schützen aus Wernigerode, aus dem Landkreis Harz, aus Sachsen-Anhalt, werden quasi sich auf dem Deutschen Schützentag in Frankfurt präsentieren und wenn alles dabei bleibt, soll 2019 der Deutsche Schützentag in Wernigerode stattfinden. Und dazu werden wir, welche Fahne auch immer, dann in der Frankfurter Paulskirche übernehmen. Ich möchte Sie noch darauf aufmerksam machen, dass wir aktuell, das ging ja auch mehrfach durch die Medien, einige Baustellen haben und eine ganz besondere ist die in der unteren Breitenstraße. War ja schon das Ereignis diese Woche, das Aufstellen eines Krans. Und aktuell laufen jetzt dort quasi, wenn man so will, zwei große Bauvorhaben parallel, nämlich die Sanierung der unteren Breitenstraße im Auftrag der Stadt und der Neubau des Wohn- und Geschäftshauses an der Ecke zur Johannisstraße. Und im Gegensatz zu dem, was wir jüngst im Hauptausschuss zumindest im Konjunktiv genannt hatten, dass diese vielen Löcher, die momentan in die Wernigeröder Straßen gemacht werden von irgendwelchen Firmen, das sind noch keine Baumaßnahmen für die Breitbandverkabelung, sondern die beginnt erst Ende April und irgendwo am Rande der Stadt. Ich weiß jetzt nicht genau wo. Aber jedenfalls, diese Löcher, die im Moment gemacht werden, sind Folgen von Löchern in irgendwelchen Leitungen. So wurde mir das jedenfalls gesagt. Scheinbar gibt es einige Havarien in diesem Jahr. Ich gehe mal davon aus, es kann eigentlich nur die Wasserleitung sein. Ich hoffe, dass es nicht die Gasleitung ist, denn so viele Löcher könnte es eigentlich hoffentlich nicht geben. Ja, dies vielleicht von mir als die wichtigen Informationen. Vielen Dank. Gibt es Anfragen? Frau Wetzel, dann Herr Winkelmann. Ja, werter Oberbürgermeister, wertes Präsidium, liebe Kollegen, ich habe eigentlich nicht wirklich eine Anfrage, nur eine Bitte.
Wir hatten am Montag ein Gespräch mit dem Investor der Winterberg GmbH und es ist am Montag die Bitte geäußert worden, die Präsentation den Fraktionen zur Verfügung zu stellen. Da wir zum Beispiel schon in anderthalb Wochen Fraktionssitzung haben, wäre es sehr hilfreich, wenn das schnell passieren würde, damit die Fraktionäre auch alle wissen, worüber sie diskutieren. Dankeschön. Herr Winkelmann. Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe kürzlich im Ordnungsausschuss das Thema Bürgerinformation, Öffnung am Samstag angesprochen. Die positive Resonanz und überwältigende Resonanz, die teilweise gekommen ist zu diesem Vorstoß, hat mich dazu bewegt, die Verwaltung in die Richtung zu schieben, dass man vielleicht doch die Öffnung zumindest mal probehalber ein Jahr probiert. Eine Beschlussvorlage als solche ist, habe ich mir sagen lassen, kommunalrechtlich nicht möglich. Und aus diesem Grund möchte ich die Verwaltung bitten, diese Öffnung der Bürgerinformation an einem Samstag einmal im Monat zu prüfen und das auch öffentlich zu kommunizieren. Danke. Gibt es weitere Wortmeldungen? Herr Schatz. Herr Präsident, Herr Oberbürgermeister, Bezug nehmend auf das, was Herr Winkelmann gerade gesagt hat, da nun keine Antragstellung kommt, möchte ich sagen, dass wir uns in der Fraktion dazu auch verständigt hatten und einen solchen Probelauf unbedingt unterstützen würden. Weitere Anfragen? Herr Mehns. Zunächst habe ich eine Frage, Herr Präsident, der Oberbürgermeister, ans Ordnungsamt, die Ortsbürgermeister und ich nehme an, auch in Wernigerode wird nicht der Bürgermeister, sondern der Bauhofchef Unterlagen bekommen haben zum Osterfeuer, Fragen auszufüllen von 6 Seiten. Herr Pfisterling, also ich greife jetzt nicht Frau Minzberger ein, damit wir uns richtig verstehen. Sie hat das nur im Auftrage gemacht. Meine Frage geht an die Verwaltung und an das Ordnungsamt. Ist das hier in Wernigerode entworfen, diese 5 bis 6 Seiten? Normalerweise im ersten Moment, wie ich es aufgemacht habe, wird es an mir ein bisschen in Schredder gesteckt. Dann habe ich aber darüber geschlafen eine Nacht, weil man den anderen Morgen da anders drüber denkt. Und für die freiwilligen Aufgaben, die auch die Ortschaftsräte und Bürgermeister in den Ortsteilen durchführen, kann ich das nicht mehr gutheißen, denn wir stehen dann mit einem Bein in einer großen Verantwortung. Dort müssen wir neue Wege suchen. Ich wünsche dazu das Ordnungsamt viel Erfolg, sollte da noch mal drüber nachgedacht werden. Frau Minzberg ist angenehm, aber sie kann nicht dafür, sie musste das so rausschicken. Das ist negativ. Das andere, das Positive, wir haben hier heute auf dem Tisch von Silstedt eingeladen zum 11. Juni 2017 auf dem Museumshof. Dort ist eine große Veranstaltung. Dazu gibt es Karten für 8 Euro. Hier in der Tourismus GmbH liegen 100 Eintrittskarten zur Verfügung. Wer möchte, nicht nur die Stadträte, sondern die Verwaltung und alle Gäste. Und die sind alle herzlich eingeladen. Es soll eine große Veranstaltung werden. Danke. Herr Mehns, eine Frage, die Antwort von Herrn Fröhe schriftlich dann. Gut, danke. Gibt es weitere Anfragen? Ich sehe, dass das nicht der Fall ist. Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 7, Feststellung des Ausscheidens eines Stadtrats mit der Vorlage 35 aus 2017. Ich schicke voran, dass Knut Pfisterling schon am Platz sitzt und er auch nicht vereidigt werden muss, da er als Ortschaftsrat für diese Wahlperiode schon vereidigt worden ist. Das heißt, Sie müssen sich nicht wundern, dass der Knut Pfisterling schon dort in den Reihen der Stadträte sitzt. Wir stellen also heute fest die Ausscheidung von Tobias Kascher, der die, wenn ich das mal so salopp sagen darf, die Seiten wechselt, vom Stadtrat in die Verwaltung. Gibt es zu dieser Vorlage Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wer der 35 aus 2017 folgen kann, den bitte ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gegenstimmen zu dieser Vorlage, Enthaltungen. Ist nicht der Fall, somit ist die 35 aus 2017 einstimmig angenommen. Herr Kascher, ich wünsche Ihnen für die neue berufliche Aufgabe viel Erfolg und behalten Sie immer die Stadt Wernigerode im Auge. Nur die Stadt Wernigerode. Danke. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 8, Berufung eines sachkundigen Einwohners mit der 37 aus 2017.
Wir haben eben ja feststellen dürfen, dass der Knut Westerling als Stadtrat nachgerückt ist. Somit ist seine sachkundige Position vakant und es wird ein sachkundiger Einwohner neu berufen. Das ist der Herr Rolf Harder. Gibt es zu dieser Vorlage Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Wer also der 37 aus 2017 folgen kann, nehme ich ums Handzeichen. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Enthaltungen? 2 Enthaltungen. Somit ist die 37 aus 2017 mehrheitlich genehmigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7, Berufung eines sachkundigen Einwohners. Und, halt, Moment, zum Tagesordnungspunkt 9, Verpflichtung eines sachkundigen Einwohners auf sein Ehrenamt. Dazu bitte ich den Herrn Harder nach vorne und die Stadträte bitte aufstehen. Dem Wohl der Einwohner und der Stadt Wernigerode dienen. Dem Wohl der Stadt und dem Wohl der Einwohner zu dienen. Ich gelobe die gewissenhafte Erfüllung meiner Amtspflichten entsprechend des Kommunalverfassungsgesetzes. Für das Land Sachsen-Anhalt. Eigentlich trage ich eine Brille. Wir kommen dann zum Tagesordnungspunkt 10, Vergabe eines Straßennamens auf dem Gelände des ehemaligen Seniorenheims Sonneneck Harzfriede mit der 21 aus 2017. Wünscht hierzu jemand das Wort? Herr Oberbürgermeister. Ja, nur ganz kurz. Aus dem Kulturausschuss gab es einen Vorschlag, dies auf das Zum zu verzichten. Wir würden als Einreicher das übernehmen und damit brauchen wir das nicht weiter abzustimmen. Und ich denke, dann sollten wir uns zu dem Straßennamen Sonneneck verabreden. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dieser Vorlage? Es ist nicht der Fall. Wer also der 21 aus 2017 in der so eben geänderten Form annehmen kann, den möchte ich um das Handzeichen bitten. Dankeschön. Gibt es dazu Gegenstimmen? Enthaltungen? Das ist nicht der Fall. Somit ist die 21 aus 2017 einstimmig angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 11 mit der 31 aus 2017 Neufassung der Benutzungsordnung der Stadtbibliothek Wernigerode. Und dazu bitte ich Herrn Ahrens zunächst erstmal einführende. Herr Friedrich. Ja, vielen Dank, dass Sie mir die Möglichkeit geben, zu dem Thema kurz einzuführen. Wir haben ein umfassendes Nutzungskonzept bzw. Konzept für die Stadtbibliothek entwickelt in den letzten Monaten und dazu gehört natürlich unter anderem auch die neue Benutzungsordnung und die Gebührenordnung, also sozusagen eher die formalen Dinge, die aber auch neu geregelt werden mussten, zum Teil überholt, zum Teil auch schon veraltete Formulierungen und Inhalte. Und ja, Sie sehen jetzt in den Anlagen die entsprechenden Texte. Wesentlichste Änderung in der Gebührenordnung und Benutzungsordnung ist eine Jahresgebühr von 10 Euro für erwachsene Benutzer. Kinder bleiben kostenfrei, aber erwachsene Benutzer zahlen dann zukünftig pro Jahr, also pro 12 Monaten, 10 Euro. Ich denke, das ist noch sehr vertretbar. Und wir haben natürlich verschiedene Dinge angepasst. Da waren noch ältere Formulierungen, also es war schon sehr lange nicht mehr angefasst worden von Videokassetten und Co. Und da ist natürlich entsprechend unser Bestand jetzt mit digitalen Medien, mit Hörbüchern und so weiter entsprechend berücksichtigt. Ganz wichtig auch die Öffnungszeiten. Wir haben Marktforschung betrieben und die Öffnungszeiten als in Teilen nicht mehr marktgerecht analysiert und haben entsprechend die Öffnungszeiten angepasst oder wollen die Öffnungszeiten anpassen. Das ist ja jetzt geplant, ich denke, zur Mitte des Jahres, zum 1. Juli.
Und ja, somit sind das diese drei wesentlichen Punkte, die Sie hier in der Vorlage sehen. Ja, für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. Danke erstmal. Gibt es Wortmeldungen zu dieser Vorlage? Es ist nicht der Fall. Achso, eine Frage noch, weil wir in letzter Zeit ab und zu mal einen Ausschuss übersehen haben. Möchte noch ein Ausschuss, das zusätzlich zu den hier aufgeführten mit zur Tagesordnung kam, dann können wir es im Protokoll gleich verankern. Ich sehe, dass es nicht der Fall ist. Also wer der Verweisung 31 aus 2017 in die entsprechenden Ausschüsse folgen kann, nehme ich zum Handzeichen. Dankeschön. Gibt es dazu Gegenstimmen? Enthaltungen? Ist nicht der Fall. Somit ist die 31 aus 2017 einstimmig verwiesen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12. Das ist der Bebauungsplan Nummer 42, Wohngebiet Humboldtweg, Brockenweg. Hier Beschluss über die erste Änderung der Bebauungsplanes 42, Wohngebiet Humboldtweg, Brockenweg. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist nicht der Fall. Ich darf die Empfehlung des Bauausschusses Ihnen mitteilen. Der Bauausschuss hat mit 8 Stimmen einstimmig empfohlen zum Beschluss. Wer also auch hier die Jahr 24 aus 2017 folgen kann, bitte ums Handzeichen. Dankeschön. Gibt es dazu Gegenstimmen? Enthaltungen? Ist nicht der Fall. Somit ist die 24 aus 2017 einstimmig genehmigt. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 13. Und zwar ist das die 27 aus 2017, Bebauungsplan Nummer 54, das ist die Elektronik. Da war doch richtig, ja? Dann bin ich hier durcheinander. Also doch, die 27 mit der Grasewanne, Ortsteil Redeber, hier die Behandlung der Stellungnahme und Satzungsbeschluss. Gibt es zu dieser Vorlage Redebedarf? Frau Witzel. Ja, ich weiß, dass diese Vorlage im Bauausschuss diskutiert worden ist. Was ich erstaunlich fand, waren die Stellungnahmen, die doch einige Änderungen hervorrufen sollten. Und für mich ist überhaupt nicht nachvollziehbar, wie weit diese Änderungen jetzt eingearbeitet wurden. Es steht immer eine Stellungnahme der Verwaltung dazu. Aber wie genau das formuliert wurde, und es waren doch gravierende Dinge, dass die Stadt zum Beispiel nachweisen sollte, dass sie dieses Wohngebiet unbedingt braucht, diesen Platz der Wohnbebauung unbedingt braucht. Und mir sind dann die Antworten der Verwaltung oder die Punkte, die wirklich geändert wurden, überhaupt nicht ersichtlich in der Vorlage. Ich würde darum bitten, dass das spätestens bei der nächsten Vorlage anders gehandhabt wird und dann nicht nur geschrieben wird, die Stadtverwaltung arbeitet ein, sondern dass wir dann auch sehen, an welchem Punkt ist das eingearbeitet worden und in welcher Formulierung. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen? Ich sehe, dass es nicht der Fall ist. Der Bauausschuss hat auch hier einstimmig zum Beschluss empfohlen. Wer also der 27 aus 2017 auch heute folgen kann, den bitte ums Handzeichen. Dankeschön. Gibt es dazu Gegenstimmen? Eine Gegenstimme. Enthaltungen? 2 Enthaltungen. Somit ist die 27 aus 2017 mehrheitlich angenommen. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 14. Mit der Ergänzungsverfahren Nummer 4 Hornstraße, hier Behandlung der Stellungnahme, Billigung des überarbeiteten Planentwurfs und erneuter Auslesungsbeschluss 28 aus 17 und das in Klammern. Wir haben in der Begründung eine redaktionelle Änderung, da ist ein Datum versehentlich falsch gedruckt worden. Das muss nicht der 5.10.2016 heißen, sondern es muss der 10.11.2016. Also bitte mal handschriftlich ändern auf 10. November 2016. Wünscht hierzu jemand noch mal das Wort? Frau Witzel. Ja, auch nur hier nur ganz kurz. Hier fehlte mir die Abwägungstabelle komplett. Ich hätte schon gerne gewusst, welche Stellungnahmen hierzu eingegangen sind. Es wäre schön, wenn wir die noch nachgereicht bekämen. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen? Ich sehe, dass das nicht der Fall ist. Der Bauausschuss hat auch hier mit 8 Ja einstimmig empfohlen. Wenn auch Sie dieser Empfehlung folgen wollen, dann bitte ich Sie ums Handzeichen. Dankeschön. Gibt es dazu Gegenstimmen?
eine Gegenstimme, Enthaltungen, zwei Enthaltungen. Somit ist die 28 aus 2017 mehrheitlich angenommen. Wir sind am Ende unseres öffentlichen Teils und für die, die jetzt den Sitzungssaal verlassen müssen, wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend noch.